Oh moin! Toll, dass ihr mich auch auf diesem Wege mal besuchen kommt. Normalerweise bin ich ja gerade mit Hunderten von Schülern hier im Tierpark beschäftigt, aber da die zurzeit nicht kommen, sind wir gerade dabei, unsere Arbeitsmaterialien zu überarbeiten. Ich bin gerade bei dem Thema Großkatzen. Löwen habe ich hier gerade auf meinem Schreibtisch. Wusstet ihr eigentlich, dass Löwen in einem Rudel leben? Bis zu 40 Tiere leben da gemeinsam. Aber wisst ihr was? Wieso reden wir hier darüber? Lass uns doch mal zu den Löwen gehen. Da schauen wir uns das an. Kapit. Ja, zuerst einmal sind wir hier bei unserem Denkmal am alten Haupteingang des Tierparks angekommen. Man sieht hier Karl Hagenbeck mit einem Löwen und wenn man genau hinschaut, dann sieht man auch, der streicht dem Löwen über die Mähne. Also ich würde es mich nicht trauen, einen lebendigen Löwen anzufassen. Herr Hagenbeck, der traute sich das aber. Und dazu, da gibt es auch eine ganz spannende Geschichte, aber die erzähle ich euch ein anderes Mal. Ja, Löwen, die erkennt man sofort. Ein Löwenmann hat eine große, wallende Mähne und... Oh, das andere Tier daneben? Was sind das dann für ein Tier? Ein Löwenweibchen, natürlich, das wusstet ihr. Löwenweibchen haben keine Mähne. Das ist ein großer Unterschied zu den Löwenmännern. Ja, Löwen leben zusammen in einem großen Rudel. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Es kann bis zu 40 Tiere sein. Und hat man dann mehrere Weibchen, die angeführt werden von einem oder mehreren Männchen, von denen dann einer der Chef ist. Die Löwen kriegen dann auch Nachwuchs, die jungen Löwenweibchen bleiben meistens in dem Rudel und junge Löwenmänner müssen dann irgendwann das Rudel verlassen und ein eigenes gründen. Löwen sind Raubtiere und als Raubtiere jagen sie natürlich nach Beute. Das tun sie gemeinsam in ihrem Rudel. Wenn wir jetzt an Raubtiere denken, ist denn so ein kleiner Zaun hier eine besonders sichere Absperrung vor den Löwen? Das glaube ich nicht. Und als die ersten Besucher hier vor über 100 Jahren um die Ecke kamen, um sich die Löwen anzuschauen, da sind die erstmal schreiend wieder davongelaufen, denn sie waren es nicht gewohnt, Löwen ohne eine Absperrung zu sehen. Karl Hagenbeck hatte es genauso geplant. Er hat damals vor 100 Jahren, vor über 100 Jahren, die erste gitterlose Freisichtanlage für Raubtiere entworfen und damit die Besucher in Hamburg überrascht. Natürlich hat er auch daran gedacht, dass die Löwen nicht zu uns Menschen hier rüberkommen. Und dafür gibt es einen ganz besonderen Graben, der als Absperrung dient. Und den wollen wir uns jetzt mal anschauen. Kommt mit! So, hier geht es jetzt zu unserem Löwengraben. Das ist eine ganz besondere Nische, denn früher musste man hier sogar einen extra Eintritt zahlen. Der war nur für ganz besonders mutige Besucher. Ihr seid mutig, kommt mit! So, dann schaut euch mal den Graben an. Was macht den so besonders? Ja, der Graben, der ist mit Wasser gefüllt, denn Löwen sind wasserscheu. Die gehen nicht gerne ins Wasser. Wenn jetzt aber auf dieser Mauer ein Löwe mal hin und her spazieren sollte und ins Wasser fällt, dann ertrinkt er natürlich nicht sofort. Denn auf der Seite der Löwen, da ist der Graben nur ganz flach. Auf unserer Seite hin ganz tief. Das könnt ihr euch so vorstellen wie im Schwimmbad, dass man einen Nichtschwimmer und einen Schwimmerbereich hat. Wenn der Löwe dann ins Wasser gefallen ist, dann will er sofort wieder raus. Und das kann er über diese kleine Luke dort unten. Schaut mal nach. Da würde der Löwe hineinklettern und dann ins Gehege zurückklettern. Und dann kann er sich in die Sonne legen, um dort zu trocknen. So, wenn ihr eine Idee habt, wie Herr Hagenbeck herausgefunden hat, wie breit er diesen Graben bauen muss, dann schreibt uns das doch mal in die Kommentare. Mal gucken, was ihr für Ideen habt. So, und warum Karl Hagenbeck damals sogar in das Gehege der Löwen hineingehen konnte, das findet ihr heraus, wenn ihr uns mal wieder hier im Tierpark besuchen kommt. Ich muss jetzt wieder an meinen Schreibtisch. Ich freue mich aber, dass ihr hier gewesen seid und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!